Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wir entwickeln einen Fahrradrahmen. Wir befinden uns mittlerweile in der quasi finalen Phase und das Einzige, was wirklich noch ansteht, ist Dämpfertesten und der Labortest, was eigentlich das Wichtigste ist, weil das uns den finalen Segen geben wird, den Rahmen auf den Markt zu bringen. Den Test machen wir bei EFBE in Waltrop und das hier ist der Jens. Hallo. Und der wird uns alles zeigen. Genau. So, die Maschine läuft. Magst du uns ein bisschen erklären, was die Maschine genau abprüft? Also das ist jetzt die erste dynamische Prüfung, die wir in dem Rahmen durchführen. Das ist die sogenannte Prüfung mit pedalierenden Kräften. Das heißt, wir simulieren, der Fahrer sitzt nicht auf dem Sattel, sondern steht und gibt Vollgas. Das heißt, er tritt in das rechte Pedal, so fest er kann, und dann tritt er in das linke Pedal, so fest er kann. Und das eben bei dieser Prüfung 100.000 Mal. Was war das? Ab und zu macht der Rahmen komische Geräusche. Okay. Er knarzt ein bisschen, das ist völlig normal für den Test. Das heißt nicht, dass er später im Betrieb auch knarzen wird. Jetzt ist die Kette gerissen. Und ich habe schon einen Riesenschock gekriegt, dass der Rahmen gerissen ist. Ich wollte gerade eben ja. Ja, also ich bin wirklich sehr aufgeregt hier noch für den Test, weil das natürlich irgendwie die finale Abnahme ist für uns. Ja. Wenn die Jungs jetzt was kaputt machen, dann heißt das, wir müssen nochmal komplett ran und den Fehler analysieren und beheben. Insofern bin ich wirklich hier hohen Puls, aber gerissene Kette ist schon mal okay für uns. Die Prüfung war für uns ein bisschen besonders. Dadurch, dass die Kette umgelenkt wird, konnten wir nicht einfach unseren Standardaufbau nehmen. Das heißt, wir mussten mit einer echten Kette arbeiten. Ist ein bisschen schwieriger als gedacht und jetzt gerissen. Das heißt, wir müssen wieder aufbauen und dann kann es weitergehen. Ja, willkommen zurück. Wir haben eben den kleinen Ausfall gehabt. Das Problem war, die Kette ist gerissen. Wir haben sie natürlich vernietet, aber leider ist der Niet rausgesprungen und ein Glied ist gerissen. Das heißt, wir haben jetzt noch mit einer dickeren Glied ergänzt. Das sollte jetzt halten. Das Problem hierbei bei dem Rahmen ist eben, die Kette läuft ja nicht in einer geraden Linie, sondern wird umgelenkt. Das heißt, unsere normale Gewindestange, die wir verwenden als Kette, funktioniert hier nicht. Wir mussten etwas basteln. Das ist manchmal einfach ein bisschen aufwendiger. Aber jetzt läuft's. Also, wenn alles gut läuft, läuft der Test jetzt 12 Stunden durch. Wenn sowohl Kette als auch Rahmen halten. 100.000 Mal wird eben in die eine Seite reingetreten, in die andere Seite reingetreten. Dabei bringen wir jedes Mal eine Kraft von genau 1.300 Newton auf. Das liegt deutlich über den Normanforderungen, ist aber für einen sportlichen Fahrer gar nicht unrealistisch. Wir müssen einen Kompromiss finden, deswegen machen wir den Test 12 Stunden lang mit 100.000 Lastwechseln und eben der Kraft von 1.300 Newton. Das entspricht ungefähr 130 Kilo. So, da sind wir wieder. Der Prüfstandtest ist leider frühzeitig beendet worden. Jens hat mich gestern mit schlechten Nachrichten angerufen. Und wir haben uns jetzt hier getroffen, um mal einen Blick drauf zu werfen, rauszufinden, warum der kaputt gegangen ist. Und du kannst am besten mal kurz erzählen, wie lange er gelaufen ist und was passiert ist. Ja. Leider haben wir nur 90 der 100.000 benötigten Zyklen erreicht. Das heißt, 90% des Prätests haben wir absolviert. Die letzten 10% haben leider nicht mehr gereicht. Wir werden uns jetzt einmal die Problemstelle angucken, werden die aufmachen und gucken, was genau das Problem war. Um dann Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Okay, was ist passiert? Die vordere Schweißnaht an der Kettenstrebe ist innen aufgerissen. Es ist eine Schwachstelle bei eigentlich jedem Rahmen. Es ist immer die Frage, wie es gelöst ist und wir sehen immer wieder Probleme. Es ist leider schwierig, diese Stelle. Aus dem Feld ist eigentlich bekannt, dass es auch viele Rückrufaktionen gibt in der Richtung oder viele Rahmen einfach versagen und auch tatsächlich auf den Markt gelangen. Und uns ist halt einfach wichtig, bevor wir mit dem Projekt auf den Markt gehen, wirklich solche Sachen möglichst weit auszuschließen. Es gibt natürlich immer Sachen wie Fertigungsfehler, Fertigungstoleranzen, die man nie zu 100% kontrollieren kann. Aber wir wollen halt das Möglichste tun, um diese Fehler ausschließen zu können. Ja. So, jetzt entfernen wir die rechte Sitzstrebe. Es ist jetzt halt wirklich spannend, das rauszufinden. Ist es ein Konstruktionsfehler, ist es ein Produktionsfehler? Okay, warte. Mhm. So, jetzt kommt der spannende Moment, wo Jens das Ding jetzt mal abreißen muss. Es ist schon ziemlich weit gerissen, so. Das wird also nicht ganz so schwer werden wahrscheinlich. Dann leg mal los. Ja. Ja, ganz weich wie Butter geht das Ding jetzt ab. Also. Kann man relativ einfach öffnen. Okay, gut. Dann schauen wir jetzt mal genau rein da. Jo. Ja, aber ich glaube, das ist halt gerade gebrochen. Ach so. Das war ja nicht unten Mitte gerissen. Also es ist auf jeden Fall sauber oder zumindest ordentlich, wie viel Schweiß. Ja. Darf ich nochmal die Tür aufmachen? Ja, klar.
An diesem Punkt wird einem natürlich wieder klar, warum keine andere Firma sowas jemals dokumentiert hat, weil es einfach, ja, nothing comes easy, würde ich mal sagen. Es ist einfach ein verdammt harter Prozess und wir haben uns das jetzt mit ein paar Leuten angeguckt und das nochmal im Detail diskutiert. Und unsere Vermutung, unsere erste Vermutung ist kein Konstruktionsfehler, kein Auslegungsfehler, alles eigentlich gut, aber wir schätzen, dass es einen Materialfehler gibt bei der Legierung von dem Yoke selber und werden da jetzt noch an der Ausrichtung und an der Materialqualität eben arbeiten, mit den Zulieferern sprechen, denen nochmal entsprechend auf die Finger klopfen und eventuell Details verbessern, noch was die Konstruktion angeht. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen was raus mitnehmen. Das werde ich nochmal mit dem Stefan auch diskutieren, ob wir da nochmal Ideen haben. Vielleicht kann man am Steifigkeitssprung noch was verbessern. Ja. Und dann gehen jetzt sicherlich 6 bis 8 Wochen ins Land, bis wir uns wieder hier bei EFPE sehen und dann hoffentlich das Ding smooth durch die ganze Teststrecke bringen. Ja. Wir freuen uns drauf. Ja, alles klar, ich bin gespannt. Schön, dass ihr weiter dabei bleibt. Lasst euch nicht verunsichern. Wir wollen einfach nur keinen Scheiß auf den Markt bringen. Das ist der einzige Grund. Und ja, wir zeigen, wie es ist. Und das passiert bei allen anderen auch. Die zeigen es nur nicht. Wir sehen es jeden Tag. Genau. Das ist deren täglich Brot. Ja. Alles klar. So, gut. Ja. Dann danke. Bis dahin schon mal. Ja, bis bald. Tschüss.